Hallo und herzlich willkommen hier im Sportpark Höhenberg, wo heute Viktoria Köln den SC Verl empfängt. Unsere Jungs werden gespielt von Lukas Möbus, genannt Oberfemi Möbus, und die Männer in Schwarz-Weiß werden gespielt von Abdurrahim Senea, genannt Levin de Sousa. Und wir wollen mal schauen, wer den besseren Start erwischt. Das ist die Viktoria in Form von Enis Tubluk. Nimmt sein Mann Decker Sander hier mal mit auf ein Tänzchen oder ein zweites. Aber als er dann durch ist, ist es Christopher Lannert, der noch klären kann. In der 25. Minute setzte sich der SC Verl dann das erste Mal richtig gut in Szene. Hier sehen wir Yildirim, Aygün Yildirim, der hat einfach zu viel Platz, sieht den startenden Patrick Schikowski und schon steht es 0:1 für den SC Verl. Sebastian Mielitz ist überwunden. Das war eine tolle Hütte. Doch die Viktoria steckte nicht auf, sondern probierte direkt im Gegenzug selbst das Tor zu erzielen. Hier sehen wir Top-Torschütze Lukas Cueto. Der dringt in den Strafraum ein und sieht Holzweiler. Der kann sich drehen, der nimmt Maß, der schließt ab. Aber sein Ball prallt leider nur an den Pfosten und das war's schon aus den ersten 45 Minuten. 0:1 der Halbzeitstand. Aber es gab ja noch die zweiten 45. Das einzige Problem, der SC Verl kam so richtig gut aus der Pause. Hier sehen wir Christopher Lannert. Der findet Aygün Yildirim und auf einmal hat Yildirim im Strafraum so richtig Platz. Geht am ersten vorbei, nimmt den zweiten aus und schließt kurz und trocken ab zum 0:2 in der 50. Minute. Aygün Yildirim, bereits 14 Mal getroffen in der laufenden Drittligasaison. Wenn du dem so einen Freiraum bietest in deinem eigenen Strafraum, dann musst du dich nicht wundern, wenn das Ding in die Maschen fliegt. Keine Chance für Mielitz. Die Viktoria war nun wütend und warf alles nach vorne, aber das bot dem SC Verl Räume. Hier sehen wir, dass Ritzka die Kugel gewinnt und dann kommt Kasim Rabihic auf der linken Außenbahn an den Ball und der sieht Yildirim starten. Yildirim mit einem feinen Fuß nimmt er den Abwehrspieler aus, spielt ab auf Schikowski und der Mann schnürt seinen Doppelpack zum 0:3 in der 55. Minute. In der dritten Liga hat er diese Saison zweimal getroffen, zurzeit hat er muskuläre Probleme und fällt deswegen aus. Aber hier macht er heute alles richtig und noch nicht mal eine Stunde ist gespielt und schon scheint es, als ob der Sieg dem SC Verl nicht mehr zu nehmen wäre. Das trifft ins Herz der Viktoria. Doch die Viktoria rannte weiter an. Enis Tubluk unermüdlich findet Holzweiler und Brüsicke kann gerade noch so klären. Aber Cueto, der macht die Kugel nochmal fest. Holzweiler, der findet wieder Enis Tubluk und der sieht Cueto durch den Strafraum spazieren und der sagt Dankeschön. 1:3, der Top-Torschütze der Viktoria lässt sich diesen Ball nicht nehmen, aber ich meine aus 11 Metern. Das ist für ihn eine leichte Aufgabe. Ging da vielleicht noch was? Die Antwort ist nein. Den Schlusspunkt setzte Aygün Yildirim mit einem Ball an den Pfosten. Somit steht es nach 90 Minuten 1:1 in Aluminiumtreffern und 1:3 in Toren. Der SC Verl gewinnt gegen Viktoria Köln und wir wollen mal von unserem Spieler Oberfemi Möbus wissen, wie er das Spiel gesehen hat. Ja, also 3:1 ist natürlich ein Ergebnis, über das man sich nicht freut, wenn man verliert. Freuen tut man sich da nicht. Ja, passt so ein bisschen aktuell zu meiner Form. Ach Lukas, sei da nicht so hart mit dir selbst. Du hast nicht gegen irgendjemanden verloren, sondern gegen die stärkste Offensive der dritten Liga. Wir würden jetzt gerne von euch wissen, wie glaubt ihr, dass das Spiel am Freitag ausgeht? Gewinnt Viktoria? Schreibt es uns in die Kommentare.